Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Damit herzlich willkommen an alle Chicas und Chicas draußen. Der's Ambres Scannen zum Start. Er hat einen Frosch verschluckt. Ja, Hallöchen. Wir haben jetzt 22.20 Uhr. Gerade über eineinhalb Stunden, Viva Pinata aufgenommen. Ist so einiges passiert. Ich hoffe, hier passiert es genauso viel. Spiel an! Die sich wieder erheben. Dank des Zuspruches von Iruka kommt Naruto wieder auf die Füße. Damit er den Tod seines Meisters rächen kann, beginnt er auf dem Myoboku-Berg eine neue Form des Trainings. Ich bin gespannt, wie wir uns darin schlagen werden. Weiter. Ja, ich stehe immer noch hier. Also aus der Special Ninja, Hai Kakashi. Ich freue mich darauf zu sehen, wie gut du als Ninja geworden bist. Hier, das wäre ein gutes Geschenk für Kakashi. Ja, gib ihm mal. Hä? Ein Geschenk für mich? Damit hätte ich niemals gerechnet. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ich sollte den Froschgroßvater lieber nicht zu lange warten lassen. Doch, lass mal. Sprech mit Naruto. 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 Du hast das gut überwunden. Ich habe keine Ahnung, wie ich die nochmal gesprochen habe. Es ist schön zu sehen, dass du wieder zu deinen früheren gedankenlosen, unbeschwerten Selbst gefunden hast. Hä? Habe ich was Falsches gesagt? Nö. Habala. Wir müssen stärker werden, auch für Jiraiya. Quick! Auch Tonton wird stärker, ne? Oh, was ist das denn? Ein Brief ist angekommen. Oh, anscheinend wurde eine weitere verfluchte Puppe gefunden. Ich muss sie in die Liste eintragen. So, jetzt werde ich die Kopie besiegen und dann diese Puppe einsammeln. Vorher machen wir was anderes. Soweit ich weiß, kannst du auch Briefe mit den anderen schreiben. Hallo, ich habe, was Sie so wollten. Du übergibst die verfluchten Puppen. Gut, die nehme ich mal an mich an. Alles klar, ich werde weitere Puppen einsammeln. Siggi, das machen wir. Ich werde mein Bestes geben. Seit ich meinen Sohn dieses Spielzeug, dieses Ninja-Set gekauft habe, macht er nur noch Ärger. Er zerbricht Töpfe, zertrümmert Türen, furchtbar. Aber vermutlich ist es sogar gut, dass er so aktiv ist. Daher kriegt er es zurück, wenn es ihm leid tut. Tenten hat so viele Ninja-Werkzeuge. Ob sie die wohl auch alle in Ordnung hält? Wenn sie das tut, ist das bestimmt nicht einfach. Ich bekäme das niemals hin. Da bin ich mir sicher. Deine Mutter! Ich habe viel von Azuma gelernt, so wie du von Lord Jiraiya. Eines Tages müssen wir dieses Wissen an unsere eigenen Schüler weitergeben. Diese Rolle obliegt nun uns. Wir sollten also so cool wie nur irgend möglich sein, damit jeder zu uns aufsehen kann, wie wir es zu Azuma und Jiraiya aufgesehen haben. Hier ist ein gutes Geschenk für Shikamaru. Was zum... Ein Geschenk für mich? Das hätte ich nicht erwartet. Aber hey, das nehme ich mit meinen Freunden. Das nehme ich von meinen Freunden mit an, oder wie? Keine Ahnung. Verglichen mit der Zeit, als ich ein Kind war, geht es im Dorf viel geschäftiger zu. Konoha ist das beste Ninja-Dorf der 5 Großmächte. Hihi! Freut mich, dass man so denken kann. Du bist besser darauf. Du bist besser drauf, als ich gedacht hätte. Jag mir nicht noch einmal so einen Schreck ein. Seit wann kümmern die sich also um mich? Nach Lord Fukasaku und Lady Shima, ja, kein Ärger. Ich habe keine Ahnung, wie ich den gesprochen habe, deswegen habe ich jetzt mal so eine Stimme hier genommen. Zeit vergisst du einfach, wem du was gegeben hast, ey. Vor allem, wenn du noch so einen
Sprechkünstler bist wie ich. Hallo. Versuch nicht, allein gegen die ganze Welt zu kämpfen. Du hast Freunde. Ich werde alles tun, um dir zu helfen. Okay, dann können wir kein Geschick machen. Hehe. Das ist ja kaum zu glauben, aber du bist das genaue Gegenteil zu neulich. So gefällst du mir wieder. Anscheinend haben wir keine Ninja-Nachschlagewerke mehr. Aber ihm konnten wir sowieso keine Geschenke mehr geben, weil wir den sowieso schon voll gemacht haben. Jetzt weiß ich, warum du so deprimiert warst. Gut, dass du darüber hinweggekommen bist. Ich wusste, du schaffst es. Anscheinend haben wir keine Ninja-Nachschlagewerke mehr. Ich bin sicher, dass Lord Jiraiya dich sieht und stolz darauf ist, dass du den Schmerz überwunden hast, den sein Tod dir zugefügt hat. Und ich bin aus einem bestimmten... Okay, ich bin aus einem bestimmten Grund hier gekommen, und zwar wegen dem da. So, jetzt ist Zahltag. Bitte, ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. Wenn meine Erfindung fertig ist, wird sie bestimmt Geld einbringen. Also, das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Gibt's denn das? Hm? Oh, hallo. Was ist denn jetzt wieder los? Dieser Junge hat sein Geld von mir geliehen. Achso, hat sich Geld von mir geliehen. Entschuldigung für den Sprachfehler. Aber wenn man so ein Tattergeist ist, dann kann das schon mal... Wo war ich? Ach ja, Geld von mir geliehen. Und ich will es nicht... Und er will... Und will es nicht zurückzahlen. Oh Gott, ich bin so senil. Jetzt bin ich echt wütend. Und wütend bin ich auch noch. Und wenn du nicht sofort bezahlst, dann wirst du erst bitter bereuen. Ja. Lieber Ninja, du hast nicht zufällig 10.000 Ryo dabei? Das ist ja noch mal mehr als... Das ist ja noch mehr, noch viel mehr als letztes Mal. Hast du inzwischen etwa noch mehr Schulden gemacht? Naja, ich hab mir Geld bei allen möglichen Leuten geborgt. Hey. Also mein hochgeschätzter lieber Ninja, 10.000 Ryo würdest du wohl in deine Herzensgüte... Mach es. Oh Mann, ich kann einfach niemanden ignorieren, der in der Klemme steckt. Ich bin einfach irgendwie zu nett. Du gibst dem Geldverleiher 10.000 Ryo. Gut, dann sind deine Schulden... beglichen. Oh, danke. Das werde ich mir nie vergessen. Niemals. Ich werde dir bis zum Ende der Welt dankbar sein. Ich werde dafür sorgen, dass du es nicht vergisst. Aber egal. Kommst du jetzt wirklich klar? Hä? Was meinst du damit? Hör mal. Du brauchst jetzt doch gerade irgendwas, oder? Etwas, mit dem man viel Geld verdienen kann? Ach so, das? Natürlich. Keine Sorge, es ist schon fast fertig. Puh, mein Geld ist mir auch nicht so wichtig, aber beende bitte unbedingt dein Projekt, ja? Oh Mann, du bist ja so erwachsen. Das hat mir noch nie jemand gesagt. Das ist ein bisschen komisch. Aber egal, du kannst dich auf mich verlassen. Ich krieg das Ding schon zum Laufen. Auftrag erfüllt. Ein dir schon bekannter Jugendlicher hat Ärger mit einem Gläubiger. Zahle an seiner Stelle 10.000 Ryo und regel die Angelegenheit. So, und ich weiß nicht, ob ihr dieses Mädchen hier die ganze Zeit bemerkt habt, aber es geht mir die ganze Zeit schon auf den Semmel. Geh um sie herum, du blödes Mistvieh! Kann man bloß doch behindert sein. Mein Vater hat gesagt, dass er bald nach Hause kommt. Er hat unheimlich lange in der Fremde gearbeitet. Ich kann es kaum erwarten, ihn wiederzusehen. Oh ja. Scheiß Mädchen! So, nur mal gucken, ob der jetzt wieder Ärger hat. Ja. Also dann, wo ist das Geld? Heute ist Sonntag! Bitte, ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. Wenn meine Erfindung fertig ist, wird sie bestimmt Geld einbringen. Wie oft müssen wir das eigentlich noch durchexerzieren? Seit wann kennt er solche Wörter? Oh, hallo! Was ist es denn diesmal los? Dieser Typ hat sich Geld von mir geliehen. Oh, alles klar, ich hab's kapiert. Also, wie viel soll es diesmal? 50.000 Ryo! So, mir reicht's. Ich verschwinde und zwar sofort. Warte, bitte, warte.
auf keinen Fall 50.000 Rio gehen. Echt zu weit. Sag sowas nicht. Bitte, bitte, tu es für mich. Das ist das letzte Mal, klar? Das absolut letzte Mal. Du hast den Geldverleih 50.000 Rio gegeben. Damit wäre das erledigt. Oh Mann, ich bin ja so... Ich werde dir deine Hilfsbereitschaft niemals vergessen. Nein, niemals. Warum kann ich dir das mit dem niemals vergessen nur einfach nicht so richtig glauben? Aber egal. Du baust doch was ganz irre Tolles, stimmt's? Du verschwendest das ganze Geld doch nicht einfach nur, oder? Haha, vertrau mir, ich lüge dich nicht an. Wirklich? Wenn dabei nichts rauskommt, will ich mein Geld ebenfalls wieder zurückhaben. Bitte, guck mich nicht so böse an. Es ist alles in Ordnung. Ich bin nur noch ein winzig kleines Schrittchen von der Fertigstellung entfernt. Naja, jetzt habe ich dir schon so weit getraut, da muss ich dir wohl auch noch ein bisschen länger vertrauen. Du bringst das zu Ende, hast du gehört? Ja, natürlich, das verspreche ich. Verlass dich ganz auf mich. Ob der Kerl wohl in Ordnung ist? Auftrag erfüllt! 50.000 Rio. Vogelleimharz. Speichern. Schulden sind so lange nicht zu bezahlen. Dieser Typ ist ein echter Schmarotzer. Ja, ich habe nicht mit dir gesprochen. Bitte vertrau mir. Meine Erfindung ist schon sehr bald fertig. So. Jetzt gehe ich wieder dahin. Wo haben wir ihn diesmal? Er ist weg. Gut. Da haben wir das jetzt mal. Erstmal geregelt. Viel Glück, Naruto. Jeder im Dorf zählt auf dich. Ich ebenfalls. Hallo, Schönheit. Naruto, ich bin echt froh, dass du wieder ganz der Alte bist. Ich mag Hinata. Die ist so sexy. Also wenn eine, dann die hier. Sigi Digi. Naruto, ich dachte, wir gönnen uns etwas Grillfleisch, um zu feiern, dass es dir wieder besser geht. Aber du hast vermutlich Wichtigeres zu tun. Naruto, ich hab dir das eben gerade schon gesagt, aber vielleicht gönnen wir uns ein bisschen Grillfleisch. Der erste Schritt zur stärker werden ist Essen. Und ich werde alles essen, was ich in die Finger bekomme. Das hat Choji mir beigebracht. Ich werde auf Chojis Art stärker. Er ist so neben Sakura mit der unnötigste Charakter in diesem. Er hat zwei, dreimal so seine Special-Auftritte, aber. Hier, Digga. Naruto, wie kommst du mit dem Perlensammeln voran? Ich muss so abgehakt sprechen. Gefundene Perlen, ich habe ein paar Perlen gefunden. Oh, dann übernehme ich sie am besten gleich mal. Du hast Tontons Perlen übergeben. Alles klar, ich hab sie. Du hast ganz schön viel gefunden. Gut gemacht. Hier ist eine Belohnung für deine Mühe. Du hast erhalten einen Diamanten. Danke. Mach so weiter. Ich zähle auf dich. Nein, ich will noch nicht. Bereit, Naruto, Kleiner? Nein. Ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit, um mich vorzubereiten. Also gut. Komm wieder, wenn du deine Vorbereitung abgeschlossen hast. Ich will noch ein paar Freaks fertig machen. Aber wo um alles in der Welt kann ich meine Figuren mitnehmen? Ach, das ist Ibisu. Wie ich sehe. Ich sehe wieder Entschlossenheit in deinen Augen. Das ist das Vorbild, dem Konohamaru nacheifert. Und ich zähle ebenfalls auf dich. Viel Glück, Naruto. Ebisu, der Arsch, der uns am wenigsten leiden konnte. Okay.
Juwelen, verfluchte Puppen, Karten, Warenkarten an andere Läden, Item, Lokalraum, Nation, Startmenü, Freundschaftsstufen, Amaguriyama, Kunstgeschäft Konoha Maru, Kampf, Schränkungen, Speicher, Tutorials für den Kampf bereit machen. Wenn der Kampf beginnt, erscheint die Frage, ob du bereit bist. Speicherkonferenz, ist es Schränken, Steckdienst, plus Schauplatzobjekte. Kampfmitglieder auswählen. Im ultimativen Abenteuer kannst du vor dem Kampf manchmal deine Spielcharaktere auswählen. Du wählst sie unter den Charakteren in deinem aktuellen ausgewählten Team aus. Wie kann ich denn ein ausgewähltes Team auswählen?